So, Missy. Gucken, dass es passt. Hauen wir sie mal und ihr Kriegsmammut. Wir haben erstmal gleich Teddybär-Unterstützung. Alles klar. Das ging aber flott. Gift war nicht schlecht. Das ging auch gegen das Mammut. Jawohl. Allerdings heißt es, besiege sie und nicht das Mammut. Deswegen. Wie war das mit Dunkelmagie gegen die Mammuts? Neutral. Dann kann sie das eigentlich mal machen. Mal sehen, was die sonst gleich noch so macht. Der extra Giftschaden, über den freue ich mich auf jeden Fall. So. Was das Mammut macht, tut schon mal nicht so weh. Au, okay, das tut weh. Verzieh dich, du Midnight Wannabe. Ei, ei, ei. Okay, das tat weh. Ich will aber eigentlich nicht Qun benutzen. Ne, komm. Wir heilen mal mit dem Screamer. Aber so wie das gerade aussah, hat sie ihr physisch angegriffen. Ah, den den Buff, den hat... Na, okay. Der hat schon angegriffen. Ah, nein! Ja, aber je nachdem, was sie benutzt... tut es mal weniger, mal mehr weh. Hängt davon ab, welches Element sie gerade benutzt. Soll man das vielleicht an der Farbe der Waffe erkennen? Hm. Bei Tagen ist sie voll so einem kleinen Krümel zu einem richtigen Boss geworden. Vielleicht wird sie ja irgendwann mal ein Spielercharakter. Epic Battle Fantasy 6. Wäre schon irgendwie nice. Irgendwas wollte ich machen. Ah ja, genau. Er hat den Defense Buff. Deswegen wollte ich ihn haben. So. Weil die wahrscheinlich mehr in der Richtung angreift. Physisch statt magisch. Oh, das packt die Kanone aus. Ja, es tut schon nicht mehr ganz so weh. Und das war eine gute Idee, sie zu vergiften. Heilen ist der Cooldown. Dann machen wir den Pulser. Und benutzen den hier zum Heilen. Aus dem Schauen, dass wir voll bei... Die Punkte kriegen wir vielleicht wieder raus, wenn wir die jetzt platt machen. Das kann sie sich... Nein, kann sie nicht. Ha. Ich kann sie nicht mit heilig angreifen. Ich kann Chibi nicht mit heilig angreifen. Aber ich kann das Mammut mit heilig angreifen. Oder ich kann Power Metal nehmen. Ha! Sie hat aber auch gerade ein Auto-Revive. Für den Fall der Fälle, das ist gut. Also am gefährlichsten ist wirklich gerade die Kleine. Blitz. Es ändert sich tatsächlich die Farbe der Waffe für einen Moment. Au, das war ein Konter. Da war der Auto-Revive. Gott sei Dank. So, das Mammut ausschalten. Ruft sie ein neues? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass sie ein neues ruft. Der Debuff ist weg. Das finde ich aber doof. Wieso ist der Debuff... Ah, okay, der war nur sehr klein. Deswegen ist er schon wieder weg. Naja, gut.
Bin gerade blind. Den habe ich gesucht. Antimatter. So. Ein Konter drauf. Jetzt bufft die sich. Feige Sau. Du Feigling. Schreien wir dich mal an. Hat aber nicht viel gebracht, verdammt. Ist im Cooldown? Okay. Da benutze ich entweder jetzt Medipacks. Ja, die sind da. Sonst hätte ich nochmal den Hund. Nicht den Hund. Quarzohr gehabt. Wieder gelb. Du benutzt meistens Blitz. Soweit mir das so aufgefallen ist gerade. Du bist ja langweilig. Hätte ich mich ja nur mit Blitzresistenz ausstatten müssen. Oder war? Wenn du immer nur dasselbe benutzt. Wieder nur gelb. Und ein Konter. Das war knapp. Er wäre fast gestorben. Ja, Teddy. Das Stück Mammut hast du dir verdient. Wie bitte? Das hatte Auto-Revive. Oh. What? Das Mammut will nicht sterben. Da muss der Bär wohl noch einmal ran, wenn er sein Stück Mammutfleisch haben will. Au! Na gut, ich hab Revive. Das kann sie gleich machen. Revive! Da! Gib mir den Revive-Skill. Please. Der soll seinen Job machen, bevor er da ist. Irgendwie steht sie auf Blitz, Magie. Immer nur Blitzmagie. Zack. Oh man. Oh, wie süß. Oh Gott, wie süß war das denn? Beschwert sie sich so. Oh man. Sie ist aber wohl doch kein Spielercharakter. Wir werden sie wohl nicht mehr wiedersehen. Wir hätten sie vielleicht nicht unbedingt töten müssen, ja. Naja, man kann sie wahrscheinlich. Wir hätten sie fangen können, aber. Das hätte, glaube ich, nicht gezielt. So, Teddy, da hast du dein Stück Mammutsteak. Wie sie sich gerade beschwert hat. Oh, man. Aber noch eine Medaille verdient hier. Chibi Knight. Ultimative Form. Jetzt schalte ich aber wieder zurück. Weil ich noch nicht weiß. Ja, da kommt noch... Oh, nicht eine Hydra. Oh ja, hasse Hydra. Vor allem die Zombie. Na gut. Ein Moment, da ist etwas, was ich einmal kurz ansprechen möchte. Irgendwer ist schon uns schon die ganze Zeit heimlich gefolgt. Was? Wer? Wer war doch so vorsichtig? Ich habe schon gesehen, wie Matt zu ihnen gesprochen hat, also muss er auch davon gewusst haben. Da ist irgendwer, der uns aus dem Himmel beobachtet oder von irgendwoher. Ja. Breaking the fourth wall, guys. Hört auf, die vierte Wand zu brechen. Aber ja.
Hallo Nathalie, ich bin Steffi, auch bekannt als Griffy auf Twitch. Ich habe euch die ganze Zeit gesteuert. Ja. Du fühlst es auch, Nathalie, und ich dachte, ich wäre schon verrückt. Ich habe immer sie mir wie ein Spieler vorgestellt, der die Spielwelt kontrolliert. So habe ich es mir zumindest erklärt. Ja. Viele großartige Köpfe glauben, dass die Welt, in der wir leben, nur eine Simulation ist. Aber ich glaube nicht, dass es genug Beweise gibt, um diese Behauptung zu unterstützen. Es gibt vielleicht sogar gar keinen Weg, um das Ganze zu beweisen. Naja. Ist ja nicht so, dass ich die Wahrheit weiß. Es ist einfach nur ein Bauchgefühl. Ich rede manchmal mit mir selbst einfach nur für den Fall, dass jemand zuhört. Gute Sachen scheinen auf jeden Fall dann scheinen mir dann auf jeden Fall zu passieren, wenn ich meine Gedanken laut ausspreche, als wenn mir jemand zuhören würde und mich führen würde. Außerdem fliegen hier überall diese ganzen User-Interface-Elemente um uns herum. Solche Symbole und Sprechblasen und so Krempel. Wir brauchen das eigentlich nicht. Wir können ja auch so miteinander reden. Oh Gott, jetzt wird's aber echt abgedreht. Na gut. Die müssen doch für jemanden anderen da sein, der uns von irgendwo weit her beobachtet. Warum habe ich diese Textbox vorher noch nicht bemerkt? Die ist so offensichtlich. Na, jetzt, wo ich weiß, wonach ich suchen muss, ja. Naja, egal. Ich möchte auf jeden Fall etwas dem Spieler hinter dem Bildschirm sagen oder wer auch immer diese Person ist. Ich denke, sie wissen ziemlich genau, dass wir mit ihnen ehrlich sein können. Du passt wohl besser auf uns auf und sorgst dafür, dass wir hier nicht sterben. Ich kann nichts versprechen. Meine Liebe, kann ich dir nicht versprechen, aber ja. Wir sind ziemlich weit gekommen und es wird langsam sehr gefährlich. Und du hast nicht unbedingt immer die besten Entscheidungen getroffen. Ja. Sorry. Es gab schon Zeiten, wenn ich dachte, wir würden es nicht schaffen. War einfach nur, weil wir in die falsche Richtung gelenkt wurden. Also wenn das hier jetzt das Ende unseres Abenteuers ist, nimmst du das bitte ernst. Ja, ist ja gut. Hey, Nathalie, wir wollen sie jetzt ja nicht unbedingt verärgern oder so. Wenn du zulässt, dass irgendeiner meiner Freunde verletzt wird, dann musst du dich mit mir an. Legst du dich mit mir an, so um. Naja, okay. Ich hoffe, diese Nachricht hat jemanden erreicht. Ja, hat sie. Danke. Anna ist total verwirrt. Wusste gar nicht, dass Matt und Nathalie so religiös sind. Lächelt, als wenn er das sowieso schon die ganze Zeit gewusst hätte. Ja, ja, der Rolex wieder. Oh Gott, aber da bin ich doch eigentlich ganz happy drüber. Also 10 Pommes. Ich glaube, die können wir gut gebrauchen. Wie lange ist man immer? Für 2 Runden. Ja. 2 Runden. Schon wieder Monolithen. I hate you. Na gut. Auf Easy auf Zero sind die ganz schnell erledigt. Ach ja. Was für Spielereien er sich hier die ganze Zeit erlaubt, das ist schon cool. What? Oh, minus 50 Evade. Au. Das tut irgendwie schon weh. Dark Magic geht da leider gerade nicht. Aber wenn er nicht wieder... Nein, er hat getroffen. Jawohl. Hätte fein gemacht.
So. Oh, der hat sich gebufft. Hat sich voll hoch gebufft. Finde ich aber nicht gut. Aber gebracht hat es ihm am Ende nicht viel. Ich will wissen, was da drin ist. Noch mehr Bastelzeug. Nur Bastelzeug ist jetzt aber nicht gerade das, was mich überzeugt. Wenn es zumindest Bastelzeug wäre für diese vier Dinger, die ich ganz am Schluss gekriegt habe. Ach verdammt, wegen euch kann ich nicht blitzen. Resistenz-Set. Ja. So, jetzt kann sie die nächste Runde Blitz bei dir benutzen. Lasst uns durch, wir wollen zum Endboss. Och, Matt. Trifft wieder nicht. Er ist so schlecht im Treffen. Der lädt sich auf. Der kommt nicht mehr weit. Hoffe ich. Aufkommen. Ah, Gott sei Dank. Den haben wir weg. Ich muss den loswerden. Gut, der Hund ergibt sich. Und tschüss. Kommt nicht mehr dazu. Her damit. Oh, kriegen wir doch noch. Nicht die ganze Gruppe, aber vielleicht Teil-Level ab. Ich weiß nicht, was noch auf dem nächsten Bildschirm ist. Machen wir so ein Gral-Ding. Okay. Hydras. Ich hasse sie. Ich hasse sie. Na gut, ich mach sie auf Zero. Das ist jetzt der Dreikopf für die epische Medaille. Kann mich jetzt mal die epische Medaille. Hi, hab die falsche Waffe dafür. Verdammt. Wie können die damit nicht angreifen? Aber gut. Scheiß auf die epische Medaille. Ich hau euch jetzt da voll auf die Fresse. Beim absoluten Finalboss versuche ich es nochmal, aber sonst. Feuer hier. Aber der wird wahrscheinlich super fies sein. Teddy, an der ist doch gar nichts dran, aber wenn du meinst. Ich liebe dieses Lied. Firna kann gute Kampfmusik komponieren. Bombe. Bombe ist neutral. Kopf brennt, das finde ich gut. Ah nein, ich habe nicht mehr bei allen Doom-Resistenz. Ach verdammt. Und sie macht natürlich Dunkelschaden mit dem Stab. Das ist nicht so gut. Oh Gott sei Dank, es hat Doom aufgehoben. Ich hatte gehofft, dass es das tut und es hat es getan. Sehr gut. Au, au, au. Ja, der Konter ist gerade scheiße. Aber komm, wir haben sie doch schon recht weit. So. Schön gleichmäßig. Weil sich sie sonst gegenseitig wiederbeleben. Und darauf habe ich keinen Bock. Das verlängert den Kampf nur unnötig.
der Kopf ist schon mal getrennt. Okay, jetzt haben sie alle keinen Hals mehr. Das macht sie wesentlich beweglicher. Ich müsste mal heilen. Der ist futsch. Gib her. Na? Ich glaube nicht, dass ich die jetzt schaffe. Aber einen schaffe ich noch. Nein, wenn er nicht so viel daneben getroffen hätte. Nein, da hat jemand Doom. Der Kopf kommt nicht wieder. Okay, dann habe ich doch vielleicht eine Chance, bevor sein Doom-Counter auf 0 fällt. Ja, passt. Und tschüss. Weg mit dir. Ich weiß, für die gab es die Medaille. Aber die war mir jetzt egal. Was? Wir können da nicht lang. Da stimmt irgendwas nicht. Ich will aber, dass wir da lang gehen. Da glitzert was. Hab's gerade gesehen. So. Ich habe irgendwie das Gefühl, als würde mein Körper gegen meinen Willen vorwärts gezogen. Ich möchte aber nicht da lang gehen. Wir müssen aber da lang gehen, weil da ist the Big Boys. Was zum... Das ist ein mega geiles Bild. Der Raum selbst ist zersplittert und verdreht gegen jegliche Wiedererkennung. Oh Gott, oh Gott. Wenn diese Korruption sich ausbreitet, wird das Gewebe von Zeit und Raum... Könnte sich das Gewebe von Zeitraum ins Nichts auflösen. Als wenn die Welt selbst gelöscht und zerschreddert würde. Sollten wir überhaupt hier sein? Ist das das Ende? Wie können wir so etwas bekämpfen? Ich hätte wohl lieber daheim bleiben sollen und ein bisschen weiter in der schönen Ignoranz leben sollen. Gehen wir nach Hause und tun wir das. Ich möchte nicht von diesem Nichts verschluckt werden. Olex stimmt zu. Ist alles nur ein Traum. Ist alles nur ein Albtraum. Alles nur ein Albtraum. Ja, klatsch ihm eine. Der soll jetzt mal nicht hier die Memme machen. Wir sind so weit gekommen, also schaffen wir es auch, wenn wir unser Bestes geben. Jeder von uns ist genauso stark wie die Feinde, die wir vorher begegnet sind. Die Person hinter dem Bildschirm wird uns zum Sieg führen, ich glaube es. Ja, wir sind nicht allein in diesem Kampf. Wir haben eine ziemlich große Unterstützung von Kreaturen, die uns den Rücken stärken. Du meinst alle, die da um das Portal rumstehen da vorne? Ja. Eine Menge von Leuten in Hope Harbor, Greenwood Village und Red Pine glauben an uns. Wir können sie nicht im Stich lassen. Das ist also unser letzter Kampf. Also, sorry dafür, dass es zählt. Aber ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe keine Angst. Es sieht schon unheimlich aus. Da gebe ich euch recht hier, dieses ganze zersplitterte. Holla. Mutter und Vater würden mir nie vergeben, wenn ich jetzt hier verliere. Ich muss für sie gewinnen und für alle anderen auch. Und wenn ich untergehe, dann mache ich es so schmerzhaft wie möglich für unseren Gegner. Ich werde jede Bombe in die Luft jagen, die ich noch habe. War Spaß mit euch zu reisen und so. Und es wäre schön, wenn wir das auch weiter tun könnten, aber ich würde mal versuchen, es mit meinem Schwert zu hauen. Das hat die ganze Zeit schon funktioniert. Ja, hat es. Ziemlich gut. Soll ich gleich auf Episch stellen? Nein. Ich werde erst skinnen, abhauen,
umrüsten. Ja. So wie ich das die ganze Zeit schon gemacht habe. Das ist besser. Hi. Ein Riesenmonolith. Okay. Aber ich sehe schon die zwei da drüben. Das ist nicht alles. Das muss der Hauptmonolith sein, der die anderen kontrolliert. Ist es etwa für diese Welt Zeitraumverzerrungen verantwortlich? Das werden wir gleich sehen. Ziemlich stark, riecht schlecht, ja. Cosmic Gigalith. Minus 3. Die kriegt dreifachen Schaden durch Eis? Oh, das muss wehtun. Okay. Aber womit er selber angreift? Keine Ahnung. Aber für ein Ding, das im Boden steckt, 202 Evade im Zero? Müssen wir nicht verstehen, oder? Aber okay. Aber ich glaube, das ist jetzt der finale Kampf. Der hat eine Menge HP auf Zero. Muss ich mal sagen, der hat eine Menge HP auf Zero. Eis ist seine große Schwäche. Aber was kommt danach, ist die Frage. Na, das wissen wir nicht. Aber auf Eis... Ah, der Eisstab ist allerdings... Nee, ich nehme den hier. Nee, ich nehme lieber den. Du? Ja, deine Bombskills und so, die bringen mir jetzt bei dem, glaube ich, wenig. Falsch. Was? Oh, what? Warum stehen die hier nicht mehr drin? Suchte ich hier jedes Mal was anderes aus, oder was? Jetzt rüste ich mich gerade darauf um. What? Okay, das finde ich jetzt verwirrend. Moment. Wo ist denn die Suchfunktion in dem Wiki? Hier. Cosmic Gigalith. Der wechselt seine elementare Schwäche während des Kampfes. Okay, das wird lustig. Alles klar. Der ändert seine Elemente während des Kampfes. Yay, Moment. Wisst ihr was? Dann steige ich auf Non-Elemental um und hau einfach mit dem drauf, was ihm gerade wehtut. Debuffs könnte ich natürlich boosten. Und wo ist die Gungia hier? Allerdings brauchen wir die 200... Dingens da brauchen wir nicht mehr. Ist halt die Frage, womit kommt der dann? Doom-Resistenz ist schon mal ganz nett. Ich glaube zwar nicht, dass die von ihm kommt, sondern eher von jemand anderen, aber er schadet wahrscheinlich nicht. Hatte ich da nicht noch ein anderes, was... Ah ja, genau. Das da. Das ist eine schöne Grundresistenz.
Was bei ihr gut 100% Siphon-Resistenz ist immer gut. Einen Magier zum Schweigen zu bringen, ist nämlich gar nicht so schön für den Magier. Da hätten wir eine Doom-Resistenz und Erde. Klingt gut. Da kann sie damit zumindest nicht erkillt werden. Ja, mit Bio-Attacken kommt er wahrscheinlich nicht. Aber dann, ja, dann bekämen wir Bless. Hm. Ist vielleicht eine andere Resistenz sinnvoller. Ich bin nur nicht sicher, welche. Dir vielleicht? Ich probiere es mal damit. Wenn wir beim epischen Versuch verrecken, dann steige ich auf Zero um und dann ganz einfach. Da kommt noch was nach ihm. Was hat er aktuell? Feuer. Alles klar. Er findet Feuer gerade nicht so schön. Und kontert sofort. Boah. Feuerresistent, Feuerschwäche ist geblieben. Der kontert sofort. Der kontert immer sofort. Ah, okay, das ist fies. Das ist echt fies. Okay. Der kontert sofort jede Attacke, die wir benutzen. Ah! Siphon, 100%. Bomber hat ihn gerade geheilt. Er ist aber Siphon, weil ich ihm nicht so viel Resistenz gegeben habe. Ha, 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 ha. Ja, gut. Er ist immer noch schwach gegen Feuer. Habe ich aber nichts. Schade. Das zu verschwenden macht keinen Sinn. Interesting. Der kontert mit so Attacken, die er auch hätte. Nettle und so. Na toll, jetzt wenn es ernst wird, muss ich nochmal auf Toilette. Au, okay, der ist ja echt fies auf episch. Ah, nee, toll. Ich bin gleich wieder da. Ich muss leider mal kurz auf Toilette. Moment.
So, da bin ich wieder. Also, der kontert mit Nettle bei ihm. Aber mit Eruption bei ihr? Was ziemlich interessant ist. Muss ich jetzt noch was ausprobieren. Also sie benutzt Magie. Ja, er benutzt Eruption. Wenn ich jetzt mit ihm... Keine Ahnung. Hier. Physischer Schaden. Neutral. Verzaubert er ihn. Also, was hat dieser Gigalith vor? Warum hat er diese ganzen kleinen Monolithen in der Welt herum verteilt? Scheint so, als würde es das Gebiet beschützen. Als würde er das Gebiet beschützen, aber vor was? Jetzt hat er noch sie verzaubert. Das ist kacke. Danke, Teddy. Sie ist tot. Auto-Revive. Kann sie heilen? Ja. Wir sind jetzt gerade immun gegen magischen Schaden, aber physisch ist gedoppelt. Eruption ist ein Physil. Er ist leider immer noch siphoned, das nervt. Ich hatte leider keinen Spiegel. Hier das Gegenstück, das Gegenstück von Verzaubern macht. Invisible war was anderes. Ich konnte Gegner invisible machen, aber ich hatte nichts für mich. Der macht nur Debuffs weg. Ich guck mal, ob ich mit Blast ein bisschen überleben kann. Irgendwie. Ah, ich bin doof. Bombe. Er hat seine Sache gewechselt. Ja, er hat seine Elementeigenschaften verändert. Jetzt benutzt er Eis. Ah, interesting. Teddy versucht nochmal sein Glück. Er ist zwar tot, aber sie ist gleich dran. Jetzt ist er empfindlich gegen Heilig. Interesting. Erstmal muss ich jemanden wiederbeleben. So. Wenn er jetzt allerdings damit angreift, kommt der nochmal mit einer Eisklinge? Nee, der greift wieder mit Nettle an. Interesting. Belebe ich ihn halt nochmal wieder? Er hat keine heilige Magie, verdammt. Ich kann ihn debuffen, aber sonst. Wie ist denn deine Resistenz zu 50? Auch beim Evade? Nee, Evade-Debuff hast du keine Resistenz. Das heißt, ich kann das verringern, ja. Okay, erklär mir bitte nicht die Formel zwischen Ausweichen und Dingen. Aber ja, danke.
Autsch. Obwohl das eine graue Ziffer war, hat ihr das ganz schön wehgetan. Ah, das hat ihr ganz schön wehgetan. Nein, falsche Zauber. Eis. Da ist er jetzt gerade leider gearscht. Ich kann nur die Buffs schmeißen mit ihm. Kann's versuchen. Nein. So, die 50-50 hat gesagt, nö. Aber jetzt kann er wieder angreifen. Jetzt hat er noch genug KP. Lock on Siphon. Kannst du mit dem Kack Siphon bitte aufhören? Wenn ich Judgment benutze, heilt sie sich. Dann überlebt sie. Ah, 100% Siphon Resistenz. Edge. Sie darf nochmal, weil sie Haste hat. Das kommt mir gerade recht. Dann kriegt ihr nämlich den da. Bombenschaden heilt. Ich versuch's nochmal mit einem Debuff. Nope. Hör auf, deine Resistenz oder Schwächen zu ändern. Das ist nicht fair. Ich gebe dir recht. Au, jetzt kommt er damit. Auto-Revive Edge. Teddy. Oh, Teddy, auf dich ist gerade echt Verlass. Das finde ich sehr lieb von dir. Ah, kein Auto-Revive mehr gehabt. Jetzt ist es Erde. Oh, Erde, voll den geilen Erdskill. Erde, voll den guten Erdskill. Aber er darf ihn jetzt nicht benutzen. Weißt du was, du dummes Ding? Weil du uns garantiert die Levelleiste eh wieder auflädst, es ist der finale Kampf. Ah nein, das war Dark. Naja, wir haben uns geheilt. Erde, Erde, Erde. Erde, damit können wir was anfangen. Nein, nicht getroffen, verdammt. Nein, das heilt ihn. Lass das. Du musst das Siphon aufheben. Damit er Kataklysse benutzen kann. Weil das tut ihm jetzt weh. Und zwar ordentlich. Das tut ihm ordentlich weh. Ich weiß nicht, ob ich davon so begeistert bin. Nicht ge... Oh. Nix ist. Schlecht evade wollen wir. Sie hat leider keinen... Nee, sie hat keinen Erzskill. Das heißt, sie macht einen Buff. Und bei dir ist er jetzt leider im Cooldown. Ha. Naja, elementlos geht immer noch. Non-Elemental. Deswegen habe ich jedem Non-Elemental Waffen gegeben. Warum ist er alleine? Haben sie nicht sonst immer Verstärkung? Bosse haben immer Verstärkung. Naja, was ihr nicht sehen könnt, was aber ich sehe, ist diese schicke 2 hier neben bei der Wellenzahl. Es kann durchaus sein, dass er gleich verreckt, wenn ich ihn nicht heile. Aber er muss Kataklysse draufhauen. Oh nein, er hat es ja wieder geändert. Ich habe vergessen zu gucken. Blitz. Oh, Blitz, da hat er doch tatsächlich was. Minus Evade. Hör auf mit dem Enchanten. Hat dir gerade mal tatsächlich nicht viel gebracht? Ist er staggered? Blitz, 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 Blitz. Du warst staggered. Pech für dich. Was mache ich jetzt? Double Shot.
Wir haben ihn halb down. Wir haben ihn halb down. Au, 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 au. Au, das tat weh. Au, 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 au. Siebter Himmel mit allen Boosts. Warum lasse ich den Mauscursor immer an dieser Stelle? Ich mache das nicht mit Absicht. Nee. Sie soll und er soll heilen. Notfalls nimmt er uns zusammen. Na gut. Ich habe nicht mehr viele SP. Aber es gibt... Ich hoffe, es gibt SP, wenn wir den umhauen für die nächste Welle. Sag mir nicht, das ist eine Art Falle. Es ist nicht, was ich hören wollte. Der hat schon wieder sein Element gewechselt. Scorch? Brennen wir jetzt? Nette Kampfkraft. Ich werde sicher gehen, dass ich dich auseinandernehme und herausfinde, was dich antreibt. Ja. Wind. Okay, Wind ist jetzt doof. Wind finde ich jetzt sehr doof. Nein, hat er nicht. Non-Elemental. Machen wir Non-Elemental draus. Das war ein Windzauber. Ha! Ey, warum konntest du auf ihn und nicht auf sie? Okay. Kann ich das riskieren? Ich bin mir nicht sicher. Ich gehe auf Nummer sicher. Auch wenn es mich jetzt die SP kostet, ich weiß. Ich weiß, was es tut. Dieser Monolith öffnet ein Wurmloch in eine andere Dimension. Das bedeutet, dass es einfach nur ein Gefäß ist, das in einer Invasion benutzt wird. Die eigentliche Armee kommt noch. Meinst? Dark Magic halt ich. Verdammt. Revenge habe ich noch. Ne, so low sind seine HP gerade gar nicht. Gebufft sind wir noch. Bombe bringt gerade nichts. Ach ne, Moment. Power Metal ist Wind. Ich hatte gerade im Kopf, das ist Dark. Heavy Metal ist Dark, glaube ich. Oder? Ja, komm, du heilst. Und du benutzt das hier. Das war doch bei einem anderen Boss schon sehr stark. Verzaubern tut er, okay. Au. Gut, dass sie alle heile waren. Lock on. Siphon. Ich hasse es, wenn du das tust. Du kannst sie nicht siphonen. Resistent. Kann er heilen gerade? Nein, kann er nicht. Aber er kann überleben. So. Je nachdem, was der sich gleich einfallen lässt. Plupp. Jetzt wechselt er schon wieder. Hat sein Event geboostet. Danke, Auto-Revive-Funktion. So. Sind auch Gott sei Dank unsere ganzen Buffs noch da. Was hast du jetzt? Feuer. Erstmal. Jetzt bist du wieder zu Feuer gewechselt? Okay. Dann machen wir wieder Feuer. Boop. Der greift wieder mit Nettle an. Der hat seinen Signatur-Move noch gar nicht benutzt.
Irgendwie habe ich das Gefühl, der macht vielleicht Selbstzerstörung, wenn wir ihn erledigen. I hope not. Soll ich es... Ja, ach komm, ich riskiere das bisschen Heilung daraus. Wenn er geheilt wird, kontert er zumindest nicht. Und sehr viel ist es ja nicht, im Gegensatz zu dem Schaden, den ich ihm mache. Du kannst versuchen, mich zu siphonen, wie du willst. Ich weiß, warum ich ihr 100% Siphonresistenz gegeben habe. Jetzt macht er wieder den da. Und wechselt wieder? Nein. Teddy! Machst du ihn jetzt platt? Nee, reicht nicht. Jetzt ist der wieder sofort. Ach, verdammt. Ja, jetzt hat sie leider keine Buffs mehr. Boom. Leider. Kann ich wieder... Ja. Reicht es vielleicht? Yes, es hat gereicht. Oh ja. Und es tat weh. Natalie hatte richtig vorher geahnt. Was zum Teufel? Starr mich nicht so an. Erlaubt mir, mich vorzustellen. Ich bin euer Ende. Bup. Das hat Natalie gerade umgehauen. Au. Das ist das fünfte Mal, dass ich diese Simulation durchlaufen ließ. Und jedes Mal seid ihr dazwischen gefunkt und habt die Balance gestört. Seid ihr es nicht langsam leid, ständig anderen auf die Nerven zu gehen? Nö. Ist die Attacke mal jetzt alles vorbei? Diese Augen halten nicht viel aus. Finde ich gut. Quatsch. Sie ist schon fast wieder voll aufgeladen, die Natalie. Was ich sehr gut finde. Jetzt weiß ich nur nicht... komm. Ja, komm. Ja, ich weiß, du möchtest gern mit dabei sein, aber ich möchte lieber doch hier volles Backup haben. Wir haben von den Dingern so viele gekriegt. Einfrieren. Okay, das war nicht sehr stark. Er kontert. Uns bis aufs Übelste verprügeln macht mich nur wesentlich stärker. Weißt du etwa nicht, wie Anime und Videospiele funktionieren? Boah, der macht uns satt. Das ist fies. Warum müssen es immer Tentakel sein? Frage ich mich auch. Nein, no legs. Boah. Ach du Schande. Mein Wiederbeleber ist tot. Meine beiden Wiederbeleber sind tot. Au. Leider sind sie beide tot. Puh. Okay, das ist ja echt übel. Man kann es leider nicht taktisch nutzen, jemanden auszutauschen, der bereits dran war. Da hat er mitgedacht. Du wirst eine schlechte Zeit mit uns haben, ja? Oder andersrum.
Habe ich vergessen, mein Frühstück zu essen? Habe ich auch meine Zähne geputzt? Oh, sie ist confused, verdammt. Ja gut, jetzt ist sie zumindest nicht mehr confused. Ich mal jetzt erst einmal das hier ausnutzen. Sie ist sich zwar nicht sicher, warum wir den noch haben, aber ja. So. Der hat jetzt leider kein Haste, aber... Ich muss wissen, was es ist. Verdammt. Damit ich weiß, wie ich es bekämpfen kann. Schleimige Tentakel. Auge. Oh, der Verschlinger. Eine Entität aus einem anderen Universum. Durch die Monolithen hergebracht. Okay. Ich hätte jetzt gerne wirklich irgendwas... Sie hätte das Haste gebraucht. Skills gehen nicht. Wegen dem Kack, weil du ihn verzaubert hast. Siphon. Das ist gemein. Da kriegt man ein paar mehr HP. Vielleicht überlegst du dann. Aha, damit hast du ihn geheilt. Ja, oh, haut drauf. Sie lebt noch. Sie lebt zumindest noch. Aber ich komme absolut echt nicht dazu mit ihr mal. Was Sinnvolles zu machen, das ist das Problem. Nein, sie kann nichts mehr essen für eine Weile, verdammt. Naja gut, was nicht unbedingt schlecht sein muss. Heilung? Zumindest. Und da kriegt er jetzt auch ein Trinkpäckchen. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Dinger mal benutze. Aber ich versuche gerade wirklich nur zu überleben. Au! Schön, dann fallen sie wieder auf den Grundwert zurück. Vergiss es. Vergiss es, Mann. Welche Attacke macht das Fieseste? Der ist halt so gut wie tot. Was es auch nicht wirklich bringt. Und dann heilt er. Jetzt soll... Hättet ihr mal lieber gleich mit Anna ausgetauscht, oder? Verfluche dich. Ja, ich dich auch. Ja. Was soll ich nur gegen den machen? Der ist ja übel. Was sind deine Schwächen? Dunkel und heilig? Gilt das für alle Teile von dem Viech? Nein. Aber für die meisten. Überlebt. Vergiss es. Ich hasse das,